Ja, einen schönen guten Tag. Gestern ist die Linke in Sachsen zum vierten Mal in Folge die zweitstärkste Kraft geworden. Das Wahlergebnis ist für uns ein klarer Auftrag, konsequent Opposition zu sein. Und wir werden diesen Auftrag gerne wahrnehmen in Sachsen. Das heißt, wir werden weiterhin kompromisslos sein bei der Aufklärung und Aufdeckung von Missständen. Und wir werden uns auch in Sachsen wie bundesweit stark machen für eine sozial-ökologische Gerechtigkeitswende und für mehr Bildungsgerechtigkeit. Von den Wahlen in Sachsen geht auch ein klares bundespolitisches Signal an SPD und Grüne. SPD und Grüne haben sich ja in Sachsen klar entschieden, nicht an der Wechselstimmung mitzuwirken. Und finde, die Ergebnisse in Sachsen zeigen eins, es lohnt nicht, auf Platz zu spielen. Und wer den Lagerwahlkampf scheut wie der Teufel das Weihwasser, der darf sich nicht wundern, wenn am Ende die CDU weiter im Sattel sitzen bleibt. Also ich glaube, SPD und Grüne sind auch mit dran schuld, dass es so in der Breite in Sachsen nicht zu einer Wechselstimmung gekommen ist. Generell, auch als jemand, der die Wahlkämpfe sehr aus der Nähe begleitet hat, kann ich sagen, es ist einer Partei gelungen, die CDU herauszufordern. Das war die Linke. Die CDU selber hat mit ihrem Spitzenkandidaten Tillich einen ganz klaren Wegduck-Wahlkampf geführt, hat fast jede Auseinandersetzung gescheut. Das hat nicht gerade zur Mobilisierung für Wahlen, zur Begeisterung für Demokratie beigetragen. Offensichtlich war das der CDU auch ganz recht. Wir als Linke haben jedoch dazu beigetragen, dass die CDU überhaupt herausgefordert wird.